Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Eisengolem vs. Monster. Und diesmal tritt in der Arena der Eisengolem gegen den Pumpkin Golem Alter an. Also auch einen weiteren Golem. Also zwei Golems treten hier gegeneinander an. Und ich mache es wieder so, dass ich hier so mehrere Runden mache. Also so erstmal ein 1 vs 1, dann irgendwie eins. Lol, was steht da? Lol, da ist irgendwas gespawnt. Da ist ein Pumpkin Golem gespawnt, mittendrin. Was ist das denn hier? Was soll denn das hier? Hier, schrei mal los. Muss er hier erstmal friedlich machen. So, da spawnt einfach ein Mob hier in der Arena. Läuft bei ihm auf jeden Fall. So, ich mache jetzt erstmal ein 1 vs 1, dann ein 2 vs 2 oder so. Also je nachdem, wie stark die beiden Mobs sind. Und deswegen spawne ich jetzt erstmal hier die erste Runde. Ein Eisengolem gegen einen Pumpkin Golem Alter. Und hier der Eisengolem und hier der Pumpkin Golem Alter. Und das geht ja schon direkt los. 200 Leben hat der Pumpkin Golem, Alter. Der Eisengolem hat 100, wie ihr schon alle wisst. Oh mein Gott, und jetzt hat er noch Feuer geschossen. Ach du Scheiße, er hat ihn völlig vernichtet. 50 Herzen Schaden auf einmal gemacht. Oh mein Gott, er ist so irgendwie zu so einem völligen Biest. Irgendwie hat er sich verwandelt. Also richtig, richtig geiler Move von ihm. Also auf jeden Fall richtig stark. Noch 117 hat er überlebt. Ich würde sagen, wir sehen uns in der zweiten Runde. So, und da bin ich auch schon wieder in der zweiten Runde. Zwar spawne ich diesmal zwei Eisengolem gegen einen Pumpkin Golem Alter. Und dann schauen wir mal, ob die beiden Eisengolem hier was reißen können. Weil es hat eben nicht so eine gute Leistung. Er hat einfach einen Beast Mode hier ausgepackt. Der Pumpkin Golem Alter. Und deswegen hat er den locker besiegt, den Eisengolem. Aber diesmal spawne ich zwei Eisengolem gegen einen Pumpkin Golem Alter. Und es geht schon direkt los. Die zwei Eisengolem haben sich hier schon fixiert auf den Pumpkin Golem Alter. Und der macht aber ganz widerliche Geräusche und nee. Oh mein Gott, und jetzt, okay, die zwei haben ihn gut geschwächt schon mal, auf 100 heruntergeschwächt, versucht er zu flüchten. Das ist natürlich nicht hier in der, oh mein Gott, und jetzt wieder zum Rage-Mode, jetzt rage er durch, er hat sie angebrannt und, oh mein Gott, wie viel Schaden er macht, wie viel er Schaden, und er hat sie, die Eisengolem haben ihn besiegt. Oh mein Gott, der Pumpkin Golem, Alter, ist getötet worden, ist besiegt worden von den Eisengolem. Richtig gute Leistung von euch beiden. Und yo, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. So Leute, und da bin ich auch schon wieder in der nächsten Runde. Und zwar spawne ich diesmal 5 Pumpkin Golem Alter gegen 9 Eisengolem. Dann ist es ungefähr fair, weil 2 vs 1 war jetzt ein bisschen unfair. 1 gegen 1 aber auch unfair gegenüber den Eisengolems. Und deswegen, ja, dann machen wir ein 5 gegen 9. Und da spawne ich jetzt erstmal hier die 9 Eisengolem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und hier drüben die 5 Pumpkin Golem Alter. 1, 2, 3, 4, 5. Und das Battle kann beginnen. Mehrere Eisengolem stürzen sich schon drauf. Oh mein Gott, aber jetzt ist es hier gut. Die arbeiten nämlich im Team, die Pumpkin Golems. Das ist immer gut, wenn Mobs im Team arbeiten. Dann sind sie richtig stark als Team. Team ist man immer besser, oh mein Gott. Und guckt euch das an, wie alle Eisengolem einfach brennen, weil sie einfach den Rage-Mode ausgepackt haben. Oh mein Gott, was geht hier ab? Der nächste Eisengolem ist tot. Alle Eisengolem sterben hier. Was geht hier nur bitte ab? Weil die Eisengolem natürlich auch mal wieder hier nicht in einem Team agieren. Hier drüben geht es noch weiter ab. Hier wird ein Pumpkin Golem, Alter, hier völlig vernichtet und er ist tot. Aber zwei Eisengolem brennen noch. Hier drüben 4 Pumpkin Golem Alters. Und hier noch, ja, noch ungefähr, ja, 4 Stück, 4 Eisengolem noch. Das könnte knapp werden, aber jetzt muss ich... Ja, okay. Und der nächste Eisengolem hat den ersten Pumpkin Golem, Alter. Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie viel Schaden der gemacht hat? 49 Schaden auf einmal. Was geht hier ab mit diesen Pumpkin Golems? Was ist da möglich, bitte? Was ist da? 55 Schaden auf einmal. Er hasst einfach diese Eisengolem. Er hat eine totale Wut auf die. Da kann er sie... Oh mein Gott, völlig in die Luft gejagt. Was geht nur bei denen ab? Und hier... Die Eisengolem, die versuchen sich hier in die Ecke zu drängen. Die wollen da gar nicht kämpfen, habe ich das Gefühl. Komm, geh mal da rüber. Geh da rüber. Da. In die Richtung musst du. Ja, ja, dahin. Da sind sie doch. Ja, genau. Da sind die Monster. Oh mein Gott. Und der. Okay. Ein schöner Angriff, aber schon wieder 48 Leben gezogen. Guckt dir das an. Der hatte gerade eben noch volles Leben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und der ist schon wieder tot. Aber der hat nur noch 2 Leben. Die meisten sind schon ein bisschen angeschwächt. Also das. Ich weiß nicht, ob das der Eisengolem noch schaffen kann, aber naja, man kann es ja mal versuchen. Ich hole jetzt erstmal den Schneeball raus, damit ich dann den Eisengolem hier rüber pushen kann, ohne ihm Schaden zu machen. Und da ist eine Spinne gespawnt, läuft bei ihm. Was ist denn da drüben gespawnt? Was spawnt hier alles? Was spawnt hier alles? Was spawnt hier eine Spinne? Hier ist... Was ist das hier denn? Was ist das? Ein Turner! Ein Turner! Nein.
Ein Turner einfach. Oh. Ein Turner. Der turnt wahrscheinlich gern. Wahrscheinlich macht er hier außen oder so einen Trainingsbereich aufgebaut, wo er turnt. Und hat sich hier in die Arena verirrt. Okay, alles klar. Der Eisengolem hat ihn in Stücke zerrissen. Aber jetzt geht's weiter hier. Der Eisengolem muss hier noch was reißen können. Oh mein Gott, guckt euch das an. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Und 3 Leben noch. Und er ist tot. Und er ist tot. 4 Pumpkin Golem Ultras und ein Pumpkin Skeleton haben überlebt hier. Oh mein Gott, auf jeden Fall ein richtig geiles Battle. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. So, und da bin ich auch schon wieder in der letzten Abschlussrunde, in der letzten epischen Abschlussrunde. Und so habe ich jetzt hier 30 Eisengolem gespawnt und setze ich jetzt 15 Pumpkin Golem Altars daneben. Und dann schauen wir mal, ob die Eisengolem wenigstens das Battle hier einfach mal für sich entscheiden können. Und da spawne ich jetzt hier 15 Pumpkin Golem Altars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, lasst das Battle beginnen. Oh mein Gott, guckt euch das an, was hier abgeht. Hier drüben brennen die ganzen Eisengolem. Das kann nicht gut gehen. Das kann einfach nicht gut gehen. Oh mein Gott, die ganzen Eisengolem wurden in die Luft gejagt. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Oh mein Gott, die Eisengolem, die sind einfach nur so hart am Absterben. Ich glaube, da muss ich noch ein paar Eisengolem nachspawnen, damit es hier die Eisengolem wenigstens ein bisschen eine Chance haben, eine kleine Chance. Oh mein Gott, guckt euch das an. Die Pumpkin Golem Alters sind unbesiegbar. Was die hier machen. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Der letzte Eisengolem will noch irgendwas machen und verbrennt einfach. Er ist einfach verbrannt. Komm, noch ein paar Eisengolem. Weil das Eisengolem, die haben natürlich nicht so eine große Chance. Ich würde sagen, ich spawne da einfach noch ein paar. Ein paar Eisengolem spawne ich noch. Einfach mal YOLO gesagt. Oh mein Gott, guckt euch das an. Wie viel die auf einmal verlieren. Die Pumpkin Golem, Alter, sind richtig starke Mobs. Die machen auf einmal, machen die mehreren Golem so viel Schaden. 50 Schaden oder sowas. Richtig stark. Was geht nur mit den ab im Körper drin? Was ist mit denen los? Oh mein Gott. Guckt euch dieses Battle an. Diese Pumpkin Golem Alters. Richtig starke Mobs. Yo, und das war's auch schon von dieser Folge Eisen Golem vs. Monster. Also die Pumpkin Golem Alters sind richtige Stiere. Und also richtig geil. Richtige. Die haben einfach den Beast Mode ausgepackt. Wie die hier einfach alle in Brand gesteckt haben und dann völlig ausgerastet sind. Allen Golem gleichzeitig Schaden gegeben haben. Also richtig cool. Und also ist eine richtig coole Mod. Ist die Pumpkin Patch Mod, wer die noch nicht kennt. Also könnt ihr auf jeden Fall mal downloaden. Und ich würde sagen, wenn euch dieses Battle hier gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und ihr mehr Battles hier, Eisengolem oder weitere Monster Battles sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem weiteren Video. Bis dann!